dass es tatsächlich vom Einsatz von C-Waffen gekommen ist. Und das stellt die Organisation für das Verbot von C-Waffen fest. Erst dann darf, wenn das bestätigt ist, dann darf der UN-Sicherheitsrat entscheiden, ob militärische Mittel eingesetzt werden. Auch das hat Trump ignoriert. Und unsere Bundesregierung, die hat sofort mitgeteilt, dass sie das sehr nachvollziehbar findet, was Herr Trump da gemacht hat. Und damit verstößt unsere Regierung gegen das Grundgesetz, denn Artikel 25 des Grundgesetzes lautet: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Das war jetzt Zitat aus dem Grundgesetz. Und die Pflicht unserer Regierung ist es, Rechtsbruch auch als solchen zu benennen. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, zurzeit läuft an bundesdeutschen Schulen eine gigantische und subtile Rekrutierungskampagne der Bundeswehr. Da werden junge Leute in die Bundeswehr gelockt mit Abenteuerspielen, mit Lagerfeuer am Strand, mit Bergwanderungen und natürlich mit besten Berufsaussichten. Was den Beruf des Soldaten aber vor allen anderen Berufen unterscheidet, das Töten und Sterben nämlich, das wird verschwiegen. Wir vom Weber Herzog Musiktheater haben dazu ein Lied geschrieben: Kinder, kommt zur Bundeswehr! Es gibt da unterschiedliche Meinungen unter den Experten. Verständlich war sie auf alle Fälle und sie war im Einklang mit der dort lebenden Bevölkerung. Selbst die neue Osnabrücker Zeitung verlangt von der EU mehr Verständnis für Russland und erinnert, Zitat: Obwohl der vom Westen geförderte Sturz der Regierung in Kiew den Ukraine-Konflikt eskalieren ließ, gilt Moskau als größter Schuldiger. Aber immer noch Neue Osnabrücker Zeitung, nicht ich. Alles aber, was heute als russische Aggression gebrandmarkt wird, geschah nach dem Putsch, nicht davor. Wie wäre es, so die Osnabrücker Zeitung, eine gemeinsame Linie und den Ausgleich von Interessen zu suchen. Zitat Ende. Ich sage, oder wir sagen, genau so ist es. Frieden in Europa kann es nur gemeinsam mit Russland geben. Nicht mit militärischen Drohungen, nicht mit wirtschaftlichen Sanktionen. Nur in respektvoller Zusammenarbeit auf der Grundlage des Völkerrechts kann es zur gemeinsamen Bewertung globaler Probleme und zur gemeinsamen Entwicklung kollektiver Lösungen kommen. Diese respektvolle Zusammenarbeit, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, diese respektvolle Zusammenarbeit verlangen wir von Frau Merkel, denn wir wollen Frieden. Dankeschön, Anne Rieger. Uns erreicht eine Grußbotschaft aus Frankreich, die wir jetzt kurz gerne verlesen möchten. Von einem alten Freund, der den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat, kommt uns ein Wort aus Lyon. Der alte Freund ist lange Jahre Vorsitzender des dortigen Hilfswerkes, Flüchtlingshilfswerkes CIMAD gewesen. Und er spricht zu uns und sagt: Liebe Freundinnen und Freunde in Berlin, dass ihr Ostern für den Frieden auf die Straße geht, berührt mich sehr. Denn um uns herum, überall auf der Welt, kennen die Menschen offensichtlich nur eine einzige Logik,
nämlich Probleme nach dem Gesetz des Stärkeren zu lösen. Dabei liegt es doch vor unserer aller Augen, dass dieser Weg zu wachsender Gewalt führt und kein Problem wirklich löst, sondern er verursacht nichts als Leid und Zerstörung. Großartige Stimmen aus der Geschichte haben den Weg der Gewaltlosigkeit und des Dialogs gefordert. Da ich Pastor bin, nenne ich Jesus von Nazareth. Er und die anderen wollten Versöhnung und Geschwisterlichkeit. Sie genießen großen Respekt in unserer Kultur. Aber wer glaubt ihnen wirklich? Wer wagt es, sich auf sie einzulassen? Ihr hier in Berlin, ihr tut das. Statt Waffen wollt ihr Gerechtigkeit und Solidarität. Ihr geht einen schweren Weg, das wisst ihr. Aber wenn ein starkes Land wie Deutschland tatsächlich Schritte auf diesem Wege ginge, riefe es damit woanders Kräfte wach, die ihnen folgen würden. Davon bin ich überzeugt und kann euch nur ermutigen. Es berührt mich auch, dass ihr an die Geschichte eures Volkes erinnert und die katastrophalen Folgen des Krieges, die ein Stück weit dann auch auf das deutsche Volk niedergingen. Deutschland hat neu angefangen und nimmt inzwischen einen respektablen Platz inmitten der Staaten ein. Aber ihr, die ihr Ostern auf die Straße geht, erinnert daran, wie schnell sich Verantwortliche von der Macht der Gewalt verführen lassen. So kann Deutschland eine starke, bewaffnete Nation werden, ohne Widerspruch zu ernten. Nicht einmal von der Mehrheit der französischen Linken. Ebenso wenig von der Mehrheit der Christen in meinem Lande. Aber ihr habt euch auf den Weg gemacht, damit ihr Frieden, denn ihr sucht Frieden durch Versöhnung und Gerechtigkeit durch Solidarität. Ich wünsche euch, dass euer Friedensmarsch möglichst viele Andersdenkende vom Weg der militärischen Gewalt abbringt, und ich sende euch von Herzen meine geschwisterlichen Grüße. Dankeschön. Wenn es auch jetzt schon ein wenig ausgedünnt ist, ich kann euch mitteilen, dass an diesem Ostermarsch in diesem Jahr in Berlin insgesamt 2500 Menschen teilgenommen haben. Wir haben innerhalb des Marsches gezählt, jetzt sind leider nicht mehr so viele da, obwohl jetzt gleich die Sonne.